Warum sollte Person X sich genau diese eine Opernproduktion anschauen? Mein Name ist Tilman Triest und ich wohne in Berlin. Legitimationsverluste, Finanznöte, Publikumsschwund, Machtmissbrauch, Fantasielosigkeit. Ich habe Kulturarbeit, Kulturmanagement und Tourismus studiert. Ich finde auch wichtig zu fragen, warum jemand nach einem anstrengenden Arbeitstag sich die Mühe machen sollte, abends auch noch in die Oper zu gehen. Mein Arbeitsschwerpunkt bildet das Audience Development, das ich als interdisziplinäre Querschnittsaufgabe verstehe, bei der Produktion, Dramaturgie, Vermittlung und Marketing einheitlich gedacht und entwickelt werden. Kurz gesagt, verstehe ich mich als für die Kunst spezialisierten Allrounder mit Improvisationsvermögen. Nach meiner Schulzeit folgten ein freiwilliges soziales Jahr am Opernhaus in Kassel sowie verschiedene Dramaturgie- und Regiehospitanzen und Assistenzen bei Opernproduktionen wie Othello, Lohengrin, Giulio Cesare in Egitto oder auch Hänsel und Gretel. Das führte mich letztlich zu der Entscheidung, dass ich auch einen professionellen Weg in den Opernbetrieb einschlagen möchte. Bildung, Strukturerneuerung, Kompetenzen, Visionen, Profilschärfung, Diversifizierung. Ich glaube daran, dass wir mit Kunst etwas bewegen können. Letztlich geht es immer um Extremsituationen, in denen die Figuren dazu bewegt werden, sich mit existenziellen Fragen auseinanderzusetzen. Beispielsweise muss Violetta sich überlegen, wie sie angesichts ihres Todes ihre letzten Tage verbringen möchte. Für mich ist das Besondere am Musiktheater, dass da verschiedenste Künste und Kunstformen aufeinandertreffen, die in ihrer Symbiose eine unglaubliche Kraft entwickeln und somit mitten ins Herz treffen können. Ohne Idealismus geht es wahrscheinlich nicht.